Herzlich willkommen in Rottenbach und herzlich willkommen im Bezirk Christkirchen hier bei der Firma VTA, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie sehen es schon, es entsteht hier der VTA-Forschungscampus Austria. Und bei mir ist die Prokuristin der Firma VTA, Marlene Kubinger. Was ist der Gedanke, was ist der Sinn hinter diesem großen Bauwerk? Ja, also der Sinn dahinter ist auf jeden Fall, dass wir, wie man an dem Schriftzug hier erkennen kann, ein Kongresszentrum für die Zukunft schaffen wollen, wo wir auf internationaler Ebene natürlich unsere Gäste empfangen werden und natürlich das ganze Wissen, was VTA zu bieten hat, weiter vermitteln zu können, um so neue Kunden zu gewinnen. Und was dieses Haus alles beinhaltet, meine sehr geehrten Damen und Herren, und dass sogar das antike Rom eine große Rolle spielt in diesem Haus, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bitte sehr. Und eines, meine sehr geehrten Damen und Herren, das spürt man nämlich gleich herinnen. Es ist ein heißer Tag heute, aber hier ist es angenehm kühl. Warum ist das? Es läuft hier keine Klimaanlage. Genau, also das ist richtig. Aufgrund dessen, dass wir natürlich viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, haben wir eine spezielle Beschichtung an den Scheiben, sozusagen, wodurch die Wärme von außen nicht hereinkommt in das Gebäude. Da muss man natürlich sagen, wir sparen uns enorme Kosten einer sonstigen Klimaanlage, die für so ein Gebäude dieser Größenordnung natürlich immens wären. Und natürlich im Winter, die Wärme, die bleibt auch hier herin, also die weicht nicht nach draußen aus. Und so haben wir umgerechnet circa den Gesamtstrom- oder Energieverbrauch eines etwas größeren Einfamilienhauses mit diesem Campus. Also Energie ist ein großes Thema bei der VTA. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. So, und wir sind jetzt schon auf dem Weg in den oberen Bereich. Hier führt eine Stiege in ein, ich möchte schon sagen, ganz besonderes Bauwerk. Was entsteht denn hier eigentlich? Hier entsteht sozusagen ein Café, wo wir dann eben unsere ganzen Kunden und unsere ganzen Gäste empfangen werden. Und von der Optik her wird dieser Raum ganz dem Café Zentral von Wien nachempfunden, kann man sagen. Es wird also ein Kaffeehaus hier, ganz kurz zu dieser aufwendigen Deckengestaltung. Was steckt da dahinter? Wie viel Arbeit ist das? Ja, also es ist sehr, sehr aufwendig gewesen auf jeden Fall, weil das alles tatsächlich mit der Hand gemalt wurde, einfach, also von unseren Spitzenleuten, die das gemacht haben. Und da muss man sagen, die Fertigung, die hat schon eine Weile gedauert, aber es muss halt hier einfach alles perfekt sein und natürlich alles römisch. Wir sind jetzt hier schon in einem der Herzstücke dieses großen Gebäudes. Es wird auch jetzt richtig römisch. Was entsteht hier, obwohl ein großes Gerüst drinnen steht noch? Genau, also hier ist dann sozusagen der Kongresssaal an sich selber. Also das ist sozusagen der größte Saal für Kongresse, den wir hier anbieten können. Wir haben da vorne dann sozusagen eine riesengroße Leinwand noch. Und hier werden halt dann diese ganzen Stühle sein und diese ganzen Vorträge gehalten. Und natürlich hier mit dem äußerlichen Ambiente ist natürlich auf jeden Fall sehr schön. Wegen der Beschichtung vom Glas, es blendet auch nichts. Also es ist angenehm auch sozusagen zum Zuschauen. Man hat eine sehr schöne Aussicht, kann man sagen. Und wie gesagt, es wird hier alles dem römischen Pantheon nachempfunden. Also mit den Farben, mit den Elementen, das wird alles ganz genau so gemacht. Warum steht hier noch so ein großes Gerüst im Raum? Weil jetzt momentan die Arbeiter noch mit der gesamten Deckengestaltung noch beschäftigt sind. Wir sind jetzt beim nächsten großen Gebäudeteil angelangt. Was wird in dieser großen Halle hier drinnen entstehen? Und zum anderen, wie groß ist das gesamte Gebäude von der Quadratmeteranzahl? Genau, also das gesamte Gebäude hat die Quadratmeteranzahl von 13.000. Also es ist auf jeden Fall eine erhebliche Fläche, wo wir die Forschung und Entwicklung und auch die Wasserstoffproduktion vorantreiben können. Hier, wo wir uns gerade befinden, entstehen zwei neue Forschungslabors sozusagen, zusätzlich zu den drei, die wir bereits schon anbieten können, die wir schon haben, um die Forschung und Entwicklung nochmal auf ein ganz neues Level zu bringen. So, wir sind in der nächsten großen Halle. Welchen Zweck wird diese Halle erfüllen? Genau, also hier wird eben die Innovation VTA Hydropower nochmal um einiges weiterentwickelt. Das heißt, dieser ganze Raum steht uns zur Verfügung, um bei der Wasserstofftechnik weiter zu forschen, weiter zu entwickeln und natürlich auch die Märkte der Zukunft damit hoffentlich zu überschwemmen, ja. Wir sind jetzt hier im römischen Innenhof angelangt. Was ist die Idee hinter diesem großen Arkadengang?
Genau, also die Idee dahinter ist natürlich, das alles so Rom-ähnlich wie möglich zu gestalten. Also das haben wir auch beim Ambiente vorne schon gesehen, natürlich alles so römisch wie möglich. Und das ist eben aus dem Grund, weil die Römer unser Vorbild sind, weil die auch die Ersten waren, die sozusagen Abwassersysteme, Rohrleitungssysteme und somit auch die Kläranlagensysteme entwickelt haben. Und wir natürlich uns dann daran orientieren, weil das natürlich ein Vorbild für unsere Branche generell ist. Und auch nebenbei gesagt, der Stil ist auch auf jeden Fall wahnsinnig schön. Und hier kann man die Säle baumeln lassen. Wozu wird dieser Innenhof dienen? Ist das auch für die Gäste gedacht, dass sie sich hier einfach wohlfühlen? Genau, also es ist eigentlich so eine Art dann Entspannungsoase, um einfach mal den Alltag zu vergessen, einfach mal von dem ganzen Stress, der sozusagen draußen auf einen zukommt, ein bisschen wegzukommen und sich einfach mal ein bisschen in dieses Römische hineinzudenken und ein bisschen, ja, dieses Urlaubsfeeling haben, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon viel erfahren über dieses einzigartige Bauwerk der Firma VTA. Marlene Kubinger, es wird Nachhaltigkeit großgeschrieben, aber es wird auch hier wirklich viel Energie erzeugt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz dazu noch etwas sagen. Genau, also das ist sozusagen am ganzen Areal mit allen Gebäuden, sozusagen durch Photovoltaik sind wir da um die 3 Megawatt, was wir an Energie pro Jahr emissionsfrei natürlich erzeugen können. Alleine mit dem Campus sind wir da bei knapp 1 Megawatt pro Jahr. Es wird zwar jetzt noch gebaut, aber die Fertigstellung ist in greifbarer Nähe. Wann wird dieser Forschungscampus fertig sein? Genau, also ich darf hier jetzt offiziell mit Stolz verkünden, dass wir Mitte November den Campus offiziell eröffnen. Forschung, Bildung und Ausbildung hier in Rottenbach dank der VTA auf höchstem Niveau. Ich hoffe, Sie sind genauso beeindruckt wie wir.